Na gut. Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer, ich weiß nicht, ob das Webcast ist, das ist eine so eine One-on-One-Session. Ich und Luise, wir werden gemeinsam durch die ja, modernen Workflows von Outlook durchgehen und ich lerne endlich, wie man vernünftig mit diesem, ja, mit diesem Ding umgeht, was es da schon immer gibt. Ja, genau. Genau. Ja, herzlich willkommen, Leonid, auch an dich. Ich finde das total großartig, dass wir das mal machen können. Wir haben das jetzt ganz, ganz lange geplant und ja, ich glaube, wir hatten beide jede Menge Termine, auch in unserem Outlook drin. Und jetzt klappt es aber eben endlich. Und ich habe halt so eine Idee, wie man ein klein bisschen intelligenter mit den vielen, vielen Mails umgehen könnte, die uns jeden Tag so erreichen. Ich habe dazu extra mal hier so ein kleines Testkonto vorbereitet, dass ihr nicht alle in meine super geheimen E-Mails reingucken könnt. Ja, Deswegen seht ihr jetzt hier die Microsoft Tech Community und eBay und vielleicht noch ein paar andere. Wir tun einfach mal so, als ob das echt super krass toll wichtige E-Mails wären. Also das, was uns sonst halt eben auch so erreichen würde. eine kurze Frage, und zwar habe ich irgendwann mal, wir haben bei Twitter, haben wir so ein Anti-Pattern sozusagen losgetreten, wo es hieß, viele, viele Unterordner, um E-Mails auszusortieren, ist doof. Und so haben wir eigentlich überlegt, weil ich gesagt habe, oh, wie geht denn das anders? So sind wir darauf gekommen, weil ich bin auch früher einer von den Leuten gewesen, der ganz viele irgendwie Unterordner erzeugt hat. Und genau. Ja, also Unterordner, das klingt erstmal so, als ob man so total super organisiert wäre. Und es sieht auch mega ordentlich aus. Aber das Problem dabei ist, wir finden unser Zeug dadurch nicht schneller wieder. Und das liegt einfach daran, dass wir mit Ordnern immer solche Oder-Entscheidungen treffen müssen. Also es ist entweder das eine Projekt oder aber das andere. Aber manchmal haben wir auch Sachen, die sind zum Beispiel übergreifend über mehrere Projekte. Oder aber etwas gehört vielleicht, ist vielleicht eine Präsentationssache, aber vielleicht ist es auch ein Entwurf und schon weiß ich gar nicht mehr, in welchen Ordner ich das jetzt hineinpacken soll. Und das, was wir uns so praktisch in unseren E-Mails angewöhnen, das setzen wir dann leider halt auch so auf unseren Laufwerken fort. Und da ist der Impact, den wir daraus kreieren, dass wir ständig mit so kaskadierenden Unterordnern arbeiten, also Ordner in Ordner in Ordner in Ordner. Und vielleicht noch eine Ordnerebene dazu, der ist da natürlich noch viel, viel größer. Und deswegen bin ich immer dafür, dass wir einmal so in unseren E-Mails praktisch lernen, wie müssten wir eigentlich mit Daten vernünftig umgehen, damit wir sie möglichst schnell wiederfinden. Weil dieses Kriterium der Wiederauffindbarkeit, das ist eigentlich das Einzige, was wir beachten müssen, wenn wir überhaupt irgendwas speichern. Weil wenn wir es nicht wiederfinden wollen oder nicht wiederfinden wollen müssen, dann müssten wir es gar nicht erst abspeichern. Und Ja. deswegen ist das halt so die Sache, an die wir uns eigentlich nur halten müssen. Und ich habe ein System entwickelt, wo wir ohne viele Unterordner auskommen werden und auf jeden Fall auch nur mit einer einzigen Ordnerebene. Und die uns trotzdem dazu befähigt, alles sehr schnell wiederzufinden und auch noch ein paar andere Vorteile hat. Und ich habe so eine kleine Wunschliste geschrieben, was ich mir eigentlich so vorstelle, unter einem guten System mit E-Mails umzugehen. Und das Erste, was da draufsteht, ist: Ich will wirklich mal einen wöchentlichen Überblick über all das haben, was ich wirklich machen muss. Also ich will meine ganzen Aufgaben sehen, ich will wissen, was ich diese Woche zu tun habe. Und das Zweite, was ich unbedingt erreichen möchte, ist, ich will diese Aufgaben, die will ich nach groben Aufgabengebieten und Projekten gruppiert sehen. Also ich möchte sehen, was gehört denn eigentlich zusammen, damit ich wirklich mal einen guten Überblick über alles bekomme. Und das Dritte, was ich unbedingt erreichen wollte, ist Zero Inbox. Das bedeutet, ja, der Heilige Gral sozusagen. Ja, also dass ich hier schon scrollen muss durch meine E-Mails, das ist mir hier eigentlich schon zu viel. Ja, also das sind zwar 12 Items drin, aber ist das schon wirklich zu viel. Ich will wirklich, dass das Ding leer ist. Nicht unbedingt, weil ich dann sagen kann, ich habe dieses Ziel erreicht, sondern wenn das halt leer ist, dann gibt dieser Weißraum, der gibt mir tatsächlich Ruhe und ich weiß auch, ich habe mein Zeug geschafft.
Und ich muss nicht so häufig scrollen und nicht so häufig Informationen überlesen und wieder so drüber scannen, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig und was betrifft mich und was sollte ich denn jetzt eigentlich machen und mich dann vielleicht wieder verzetteln und Sachen auf die lange Bank schieben und mich beschäftigt halten mit Sachen, die ich nicht so dringend machen müsste, statt so die dicke Kröte zu schlucken, die ich eigentlich machen müsste. Also ja. So dieses professionelle Prokrastinieren, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ich praktiziere das. Erfolgreich. Erfolgreich, genau. Erfolgreich nehme ich an, genau. Und das wollte ich also alles nicht und deswegen brauche ich halt wirklich die leere Inbox. Und dann das Allerwichtigste, ich möchte mein Zeug unglaublich schnell wiederfinden, weil ich hasse es, wenn ich nach E-Mails suchen muss. Ja. Und das stimmt, also dieses so ein Workflow, wo ich dann so mit meinen Unterordnern bin, dann sortiere ich die E-Mails weg, dann sind die irgendwo, dann denke ich mir so, war das jetzt da oder da? Dann gebe ich auf, noch ein bisschen hin und her gescrolle, dann fange ich an, über die Suche oben zu gehen. Die ist manchmal auch nicht immer das, was ich will. Und ja, irgendwie denke ich mir so, wo könnte das denn sein? Und das passiert mir echt oft, von daher stimme ich dir schon zu. Also das Wiederauffinden der E-Mails ist echt wichtiger, als sie einzusortieren. Ja, und deswegen habe ich mir mal Folgendes überlegt und ich würde dich ganz einfach ganz gerne so Schritt für Schritt da durchlotsen und wir nehmen das ja eben auch auf, dass das dann auch wirklich jeder nachmachen kann, zur Not eben ab und zu mal so auf die Pause-Taste drücken. Ja. Okay, ich würde sagen, here we go. Ich bin gerade in meiner Inbox und ich kreiere, Achtung, 3 Ordner und zwar auf wirklich nur 3. Rechte Maustaste, einmal bitte neuer Ordner und mein erster Ordner, der heißt To-Do. Warum heißt der To-Do? Weil da kommt später alles rein, was ich machen muss. Jetzt mache ich einen zweiten Ordner, nochmal neuer Ordner und dieser Ordner heißt Readme. Und du wirst es vielleicht schon erraten, da kommt alles das rein, was ich ausschließlich lesen muss. Und da ich finde das halt bei To-Do ist wirklich sowas wie Call to Action. Also du musst aktiv irgendwie eine Arbeit verrichten. Ganz genau. Und bei Readme ist es tatsächlich so, okay, ich muss es zu meiner Information, sollte ich es irgendwie lesen, aber keiner erwartet jetzt von mir, dass ich irgendwie aktiv werde. Und dann mache ich noch einen dritten Ordner und das ist mein Dann-Ordner. Und in den Dann-Ordner kommt später alles das rein, was ich schon getan habe und was ich ganz gerne aufbewahren möchte. So, diese 3 Ordner, die füge ich jetzt einfach mal zu meinen Favoriten hinzu. Einfach rechte Maustaste zu Favoriten hinzufügen oder Add to Favorites, wenn das Outlook auf Englisch eingestellt ist, wie bei mir. Das mache ich jetzt hier einfach mal und dann seht ihr, dass hier meine 3 neuen Ordner drin sind. Alles ist schön. Okay. Ja. Das war der erste Streich. Ich habe 3 Ordner gemacht. Jetzt möchte ich in diesen Ordnern eine andere Ansicht mir bilden. Also normalerweise kennt ihr das so, dass in der Inbox ganz normal ist alles immer nach Datum sortiert. Das heißt, da kommt eine neue E-Mail rein und die aktuellste E-Mail, die ist immer ganz oben. Und dann hat man halt irgendwann schon ein Gefühl, ich suche so eine ganz, ganz olle E-Mail und dann benutzt man halt schon sehr, sehr schwungvoll dieses Mausrädchen und scrollt dann zu weit und es ist dann halt irgendwie so am Suchen. Aber das geht halt alles immer hier so chronologisch. Und ich finde, für den To-Do-Ordner macht das gar nicht so viel Sinn, das jetzt unbedingt chronologisch zu machen, sondern ich möchte hier eigentlich was ganz anderes sehen. Achtung, wir werden im Augenblick noch gar keine Auswirkung sehen, weil in diesem To-Do-Ordner noch gar nichts drin ist. Trotzdem klicke ich einfach mal auf View oder Ansicht und da gruppiere ich das Ganze nach Kategorien. Das findet ihr hier, da stehen die Kategorien drin. Da klicke ich einmal drauf. Ich sehe das jetzt hier auch bei Categories oder nach Kategorien. Und genau das Gleiche mache ich in meinem README-Ordner auch. Ich kann genauso gut auch einfach hier draufklicken, einmal auf Categories draufgehen, dann steht es hier eben auch mit drin. Und genau das Gleiche mache ich in meinem Done-Ordner ebenfalls. Einmal nach Kategorien gruppieren. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das ist auch völlig okay, weil im Augenblick gibt es da nichts zu sortieren, weil einfach 0 E-Mails in diesen Ordnern drin sind. Das werden wir gleich aber mal ändern. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich gruppiere nach Kategorien, dann wäre es ja total schlau, wenn ich auch kategorisierte E-Mails hätte. Just saying. Was ist eine Kategorie? Eine Kategorie ist eine zusätzliche Eigenschaft, die ich an eine E-Mail praktisch dranhängen kann. Das ist wie so ein Aufkleber, den ich da drauf machen kann. Und
ich habe mir vorgestellt, dass ich Kategorien haben könnte und die heißen hier im Augenblick noch einfach wie die Farben. Ich klicke einmal hier auf alle Kategorien und ich benenne diese Kategorien jetzt um. Und die heißen jetzt am besten so, wie mein Berufsalltag tatsächlich gestrickt ist. Also zum Beispiel könnte ich sagen, es gibt Sachen, die muss ich unbedingt mit meinem Team besprechen. Mit meinem Team besprechen. Es könnte auch sein, dass ich etwas habe, muss ich mit meiner Chefin besprechen. Warum ist es so, dass es echt das Härteste ist, zu tippen, wenn einer mit zuguckt? kennst du? Also das ist echt furchtbar. Ja, ja. Oh. Noch schlimmer, Passwort eingeben, wenn dir einer über die Schulter guckt, geht überhaupt gar nicht. So, es könnte auch sein, dass ich vielleicht so tolle Projekte habe. Und ich nehme hier immer mein Projekt Todesstern zum Erklären und dann habe ich natürlich noch ein weiteres Projekt, das dem natürlich entgegensteht. Natürlich der Millennium Falcon, den habe ich hier ebenfalls noch. Und dann möchte ich vielleicht noch eine Kategorie haben, das wartet auf andere. Wozu brauche ich sowas? Dann stell dir mal vor, du willst, dass ich irgendwas mache, aber ich kann das nicht machen, bevor ich nicht mit Lieschen gesprochen habe. Und die ist gerade im Urlaub. Und jetzt kann ich Lieschen zwar anfragen, aber ich habe diese Aufgabe praktisch immer noch, die ich für dich erledigen müsste. Und das ist praktisch jetzt so auf On Hold gesetzt. Ja. Typische so. Blockspalte. Genau. Das nur steht bei mir jetzt einfach, wartet auf andere. Und dann mache ich noch eine und die heißt jetzt lieber anrufen. Weil also es gibt so E-Mails, da weißt du, du kriegst das und du kannst jetzt so diesen 17-fachen E-Mail-Ping-Pong machen. Ja. Ja, hin und her schreiben. Oder aber du sagst dir, vielleicht rufe ich auch einfach lieber an und dann habe ich das Ding in 5 Minuten geklärt, dann ist es wirklich vom Tisch. Und ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, einfach mal kurz anzurufen, egal ob das jetzt mit einer Videokonferenzlösung oder einfach ein ganz klassisches Telefon ist, als dass man halt irgendwie einen ganzen Tag lang hin und her mailt und dann doch irgendwie keine richtig gute Lösung hat. Ja. Das soll zwar jetzt hier nur eine Skizze sein, aber nur damit alle Bescheid wissen. Ich kann natürlich noch viel, viel mehr Kategorien aufbauen. Ich muss einfach nur hier auf New klicken, kriege auch neue Farben noch dazu. Insgesamt kannst du 1024 Kategorien anlegen. Mach das nicht. Das ist jetzt mal so mein Rat an dich, das einfach nicht zu machen. Aber wenn jetzt einer sagt, ich brauche jetzt 10, 20, 30, 40 Kategorien, enjoy. Ja, also das kannst du ohne Probleme machen. Hier soll das jetzt für mich einfach mal in der Skizze ausreichend sein. So. Ich klicke einmal auf OK und ich sehe, wenn ich hier drauf klicke, dann tauchen jetzt hier meine ganzen Kategorien auf. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ich brauche nämlich jetzt noch einen kleinen Mechanismus, mit dem ich meine E-Mails, wo ich etwas machen muss. Und wir stellen uns vielleicht einfach mal vor, das hier wäre jetzt nicht eine automatisierte E-Mail von Microsoft Tech Community, sondern wäre halt was anderes, wo ich denken würde, lieber anrufen. Das stellen wir uns einfach mal vor. Dann möchte ich nicht nur, dass dieser Aufkleber lieber anrufen draufkommt, sondern ich möchte auch, dass diese E-Mail in meinen To-Do-Ordner reinkommt. Und ich möchte noch eine weitere Frage beantworten, nämlich die Frage, bis wann muss ich das erledigt haben? Also die Frage der Fälligkeit. Mhm. Weil es gibt Sachen, die muss ich unbedingt heute machen, aber es gibt vielleicht auch Sachen, da kann ich mir bis nächste Woche Zeit lassen. Und das ist für mich eine total wertvolle Information, wie dringlich eine Frage tatsächlich auch ist. Und das entscheide ich lieber einmal, als dass ich das immer wieder anklicke und sage, da habe ich jetzt aber irgendwie dann doch keinen Bock drauf. Und das wieder auf die lange Bank zu schieben. Und weil ich so viele Dinge auf einmal möchte, nämlich das Verschieben in einen anderen Ordner und eine Fälligkeit festlegen und auch wieder sorgen, dass das in diesem Ordner ungelesen ist, weil streng genommen ist diese E-Mail hier gelesen. Du siehst das, die ist nicht mehr hier fett dargestellt, aber ich habe es halt auch noch nicht erledigt. Also dürfte es eigentlich nicht gelesen sein und ich möchte, dass hier halt so eine kleine blaue 1 auch auftaucht für du hast ein To-Do. Ja. Und immer wenn ich mehrere Sachen auf einmal will, dann muss ich mir dafür einen Knopf bauen in Outlook. Und diese Knöpfe, die heißen Quick Steps. Die gibt es auch schon seit 20 Jahren in Outlook.
ist doch genau in der Mitte hier, also da, wo man es eigentlich gut sehen müsste, aber die werden halt nur von ganz, ganz wenigen Nutzern tatsächlich verwendet. Deswegen zeige ich einfach mal, wie man das am besten macht. Rechts neben diesem Wort Quickstep ist ein klitzekleiner Pfeil, der so nach schräg rechts unten zeigt. Der Dialogstartpfeil, und wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich hier ein Dialog, der mir auf der linken Seite anzeigt, welche Quicksteps ich schon habe. Das hier ist im Augenblick das Standardset, was du praktisch so als Template von Microsoft dazu geschenkt bekommst. Und auf der rechten Seite steht immer, was der Quickstep, den du hier markiert hast, was der kann. Okay. Die wollen wir jetzt erstmal nicht haben, sondern ich habe mir gedacht, ich mache so total fancy Sachen. Ich mache einfach meine eigenen Quicksteps, weil ich ja so meine eigenen Wünsche dazu habe. Und ich klicke hier einmal auf Neu und dann ganz unten auf Benutzer definiert, das heißt hier Custom. Und wenn ich das gemacht habe, dann benenne ich meinen Quickstep erstmal sehr, sehr schlau. Und das soll für etwas sein, was ich heute unbedingt noch erledigen möchte. Also ich stelle mir jetzt vor, ich muss hier dieses Microsoft Tech Community, muss ich anrufen oder ich möchte es lieber anrufen, ich muss es unbedingt heute machen. Dann würde ich diesen Quickstep jetzt hier nennen, heute erledigen. Und jetzt wähle ich die Aktionen aus, die nacheinander ausgeführt werden sollen. Und die erste Aktion ist Move to Folder, also in einen Ordner verschieben. Und jetzt will der wissen, in welchen Ordner. Und jetzt sage ich, na, dann verschiebt es doch mal in meinen To-Do-Ordner. Den muss ich hier auswählen aus der Liste. Und jetzt kann ich eine Aktion hier hinzufügen. Und jetzt wähle ich eine weitere Aktion aus dieser Liste. Und diese weitere Aktion ist, markiere mir das bitte doch mal als ungelesen. Fertig. Und dann möchte ich noch eine weitere Aktion hinzufügen und auch die wähle ich aus dieser Liste aus. Und das wäre, die Nachricht kennzeichnen. Das heißt hier Flag Message. Und jetzt möchte der wissen, wie soll ich diese Nachricht kennzeichnen? Und jetzt gibt es so mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel heute, morgen, diese Woche, nächster Monat oder mit gar keinem Datum. Gar kein Datum ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee. Wenn ich sage, das hat keine Fälligkeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das erledige, eher bei null. Ja. Das kennst du vielleicht, also ohne Deadline wird halt nichts fertig. Zweitens, wenn wir wissen, dass das praktisch eine Spalte in einer Tabelle ist, dieses Datum, und wir später uns das Datum anschauen werden und dann steht da kein Wert drin, dann kann das nicht dargestellt werden. Das wäre also eher schlecht. Ja. Drittens, wenn ich jetzt hier oben reinschreibe, heute erledigen, dann wäre es jetzt verdammt schlau, wenn ich jetzt hier eben auch today oder eben heute anklicken würde, sodass das, was draufsteht, auch dann die tatsächliche Aktion auch beschreibt. Okay. Das heißt, diese Nachricht landet aber auch automatisch in meiner To-Do-Liste sozusagen. Ne? Ganz automatisch. So, jetzt betreibe ich noch hier so ein bisschen Kosmetik. Wir haben hier so ein Icon, das gefällt mir nicht. Ich möchte hier so ein Ausrufungszeichen hinhaben oder vielleicht hier eine Flagge hinhaben, vielleicht ein Sparschweinchen hinhaben. Es gibt Schmetterling. Also da kann man sich dann was aussuchen, das ist aber wirklich nur Kosmetik. Also das hat jetzt nichts mehr mit der eigentlichen Funktion des Knopfes zu tun. Das kann ich einfach nur überlegen, was für ein Icon da dran sein soll. Okay. Ich möchte auch noch Shortcut haben. Das heißt, wenn ich Steuerung und die Umschalttaste, also das ist die mit dem kleinen Pfeil, und die 1 drücke, dann wird diese Aktion hier auch ausgeführt. Also ich bin ein großer Freund der Tastatur. Auch das ist optional, müssen wir nicht machen. Ja. So, ich klicke einmal auf Fertigstellen oder hier Finish. Und dann siehst du, dass hier in dieser Liste, dass hier jetzt auch dieser Quickstep schon aufgetaucht ist. Wunderbar. Was macht der? Der verschiebt in meinen To-Do-Ordner und er markiert die E-Mail als ungelesen und kennzeichnet sie zur Nachverfolgung mit dem Datum heute. Das Gleiche möchte ich jetzt aber nicht nur für diese super dringenden Heute-Sachen haben, sondern ich will das auch für das haben, was ich vielleicht morgen machen möchte. Und für das, was ich nur innerhalb dieser Woche erledigen möchte. Und dann auch noch für das, was ich innerhalb der nächsten Woche erledigen möchte. Und jetzt muss ich glücklicherweise nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern es gibt hier einen hübschen Duplizieren-Button. Und wenn ich den anklicke, dann kann ich fast alles übernehmen. Also dann mache ich nicht Copy von heute erledigen, sondern ich schreibe da morgen erledigen rein. Und das Einzige, was ich jetzt tun sollte, ist, diese Nachrichtenkennzeichnung von heute auch tatsächlich auf morgen zu setzen. Weil sonst klicke ich
praktisch an morgen und das steht aber trotzdem auf heute. Ja. Ja, das ist immer schlecht. So, und dann sage ich hier Steuerung Shift und die 2 ist mein Shortcut dafür. Ich klicke auf Fertigstellen. Schwupps, habe ich den 2. auch hier. Ich dupliziere das Ganze nochmal und schreibe da rein, diese Woche erledigen. Und vollkommen klar, diese Fahne hier, die wandert hier auch auf diese Woche. Und ich passe den Shortcut an, der soll die 3 sein. Ich klicke auf Finish. Und den dupliziere ich wiederum. Und das soll nicht Copy von diese Woche, sondern das heißt nächste Woche erledigen. Ich klicke wieder auf diese Woche. Ich schalte das auf nächste Woche. Steuerung Shift und die 4. Und ich klicke auf Finish. Mein Leben läuft. Ja? Also du siehst, es ist, ja, man muss einmal halt drüber nachgedacht haben, aber dann das Klicken ist eigentlich relativ einfach. Und jetzt möchte ich noch einen neuen Quickstep machen. Also wir haben eben so schön dupliziert. Jetzt müssen wir tatsächlich nochmal auf neu und Benutzer definiert gehen. Und ich habe hier einen, den möchte ich nur lesen nennen. Also für all die Sachen, die halt später so in meinen README-Ordner reinkommen. Du erinnerst dich, das hat sich schon vorgestellt, dieses Konzept. Genau. Ich sage einmal Choose an Action oder hier Aktionen auswählen und ich möchte in einen Ordner verschieben und ich suche einen Ordner aus und diesmal soll es mein README-Ordner sein. Wunderbar. Und ich füge eine weitere Aktion hinzu, nämlich, hey, bitte mal als ungelesen markieren, weil sonst müsste ich es ja nicht mehr lesen. Aber ich füge diesmal keine Fälligkeit hinzu, weil ich möchte nicht, dass jedes Mal, nur weil ich halt irgendwie eine lange E-Mail noch lesen muss, was ich meistens irgendwie eher so unterwegs machen würde, dass dann für mich eine Aufgabe erstellt wird, die irgendwie meine To-Do-Listen füllt, sondern ich weiß, einmal am Tag ist halt so Lesen dran und das ist praktisch so meine Daueraufgabe. So wie Zähne putzen, das machen wir halt auch völlig automatisch, muss dir niemand irgendwie in deine To-Do-Liste mit reinschreiben. Ja. Ja. So, ich ändere hier wieder das Icon. Ich weiß das jetzt einfach, weil ich es schon so oft gemacht habe, in der letzten Spalte. Hier finden wir eine ganze Menge Icons. Ich möchte jetzt hier unbedingt den Schmetterling haben. Der passt für mich total gut für nur Lesen. Ich klicke einmal auf Finish. Und eine Sache habe ich vergessen, deswegen nochmal kurz bearbeiten. Ich habe noch keinen Shortcut gemacht. Ich nehme Steuerung Shift und die 5. So, jetzt bringe ich den hier, den haben wir jetzt lustigerweise hier oben eingefügt, den bringe ich jetzt hier mit dieser Pfeiltaste auf die 5. Position, weil du merkst was, Steuerung Shift 1, Shift 2, Shift 3, Shift 4, Shift 5. Und jetzt kommt, jetzt haben wir hier schon einen, der ist von Microsoft schon mal vorbereitet worden. Das ist nämlich der Done. Und der Done, der möchte eigentlich nur wissen, in welchen Ordner soll ich denn verschieben? Weil das ist praktisch unser Gegenspieler zu allem, das muss ich noch erledigen, Quick Steps. Der markiert nämlich eine E-Mail als erledigt, das heißt, er nimmt dieses Fähnchen raus. Super wichtig. Und er bewegt in einen Ordner, verschiebt das, nämlich in meinen Done-Ordner, weil ich möchte ja, dass in meinem To-Do-Ordner nur die Sachen drinstehen, die ich tatsächlich noch machen muss und nicht mehr die, die ich schon längst erledigt habe. Und dann markiert er diese E-Mail spätestens jetzt als gelesen, weil wenn das ungelesen ist und es ist in einem Ordner drin, der irgendwie erledigt heißt oder dann, das ist für mich ein total widersprüchliches Signal. Also ich würde dann da immer reingucken wollen, was habe ich denn da noch nicht gelesen? Und deswegen wird das halt nochmal als gelesen markiert und große Überraschung, Shortcut ist dann Steuerung Shift und die 6. So, das speichern wir einmal ab und ich klicke hier in diesem Dialog auf OK und jetzt siehst du hier so auf magische Art und Weise haben wir hier jetzt diese ganzen Quicksteps mit drin und natürlich klicke ich total gerne auf den Schmetterling. Ne? Also das kannst du dir natürlich vorstellen. Okay, so, das war auch tatsächlich schon der härteste Part, ja, so diese Quicksteps zu erstellen. Und jetzt können wir ja mal gucken, was ich so mache. Ich komme also morgens ins Büro oder setze mich halt irgendwie im Homeoffice hin und denke mir, wow, super, ich habe 12 neue E-Mails und ich muss jetzt halt irgendwie gucken, wie ich damit zurande komme. Und jetzt qualifiziere ich meine E-Mails einfach nacheinander durch. Das heißt, ich gucke mir an, was ist das? Und ich beantworte jeweils immer 2 Fragen. Frage Nummer 1 ist, was ist das? Beziehungsweise, was muss ich damit machen? Und das steht hier in meinen Kategorien drin. Zum Beispiel, hier habe ich gesagt, lieber anrufen. Und das Zweite, was ich tun werde, ist entscheiden, bis wann muss ich das machen.
Und das klingt jetzt hier vielleicht nicht ganz so krass, aber wir haben gesagt, dass das etwas ist, was ich definitiv heute erledigen muss. Und deswegen klicke ich jetzt auf diesen Quickstep heute erledigen. Und ups, ist diese E-Mail ganz offensichtlich in meinem To-Do-Ordner drin gelandet. Und wir werden uns gleich anschauen, warum das da besser ist als in meinem Posteingang. Aber wir qualifizieren zunächst noch ein paar andere mit durch. Jetzt habe ich hier Hottest Deals on eBay. Das klingt super, super dringend. Ich würde sagen, muss ich definitiv mit meiner Chefin besprechen, kann aber bis nächste Woche warten. Okay. Und wir nehmen den nächsten. Das ist hier so mein Projekt Millennium Falke. Möchte ich diese Woche machen. Und die nächste E-Mail sollte ich auch lieber anrufen, kann ich aber morgen erledigen. Und ich klicke das jetzt einfach mal hier so ein bisschen wild durch, dass wir hier das einmal gemacht haben. Hier das nächste Woche und das hier ist vielleicht etwas, das gehört vielleicht zu meinem Projekt, aber ich muss es nur lesen. Ich muss nichts tun. Und das hier, das gehört vielleicht zu einem anderen Projekt und da muss ich es auch nur lesen. Und das hier vielleicht, das ist so schnell erledigt gewesen, ich musste gar nichts machen, dass ich sofort hier sagen kann, ja, das ist zwar hier vielleicht mein Projekt-Todesstern, aber ich klicke sofort auf den Done. Weil ich muss gar nichts mehr machen. Für mich gilt immer so eine 2-Minuten-Regel. Wenn das, was im Posteingang drin ist und ich bin gerade beim Posteingang qualifizieren, wenn es wirklich nur 2 Minuten dauert, das aus der Welt zu schaffen, dann mache ich es einfach in dem Augenblick. Weil dann wäre jedes, ich muss mir da jetzt irgendwie listen oder ich weise es irgendwelchen Leuten zu und muss dann wieder kontrollieren, ob die irgendwie ihren Krempel geschafft kriegen. Das ist mir alles zu doof. Dann mache ich das einfach. So, auch das hier, Projekt Millennium Falke und diese Woche. Und hier haben wir tolle Sachen gibt es auf eBay, oder? Das möchte ich mit meinem Team besprechen und ich möchte es morgen erledigen. So, jetzt ist die große Frage, ja, das ist ja schön und gut, Luise, aber jetzt hast du praktisch alles nur einmal von rechts nach links geschaufelt. Wo ist denn jetzt der Gewinn dabei? Und den Gewinn dabei, den zeige ich dir jetzt sehr, sehr gerne, weil wenn ich jetzt hier in meinen To-Do-Ordner reinklicke, dann siehst du, dass alles hier nach Themen gruppiert ist. Also ich klicke hier einmal zu und ich weiß jetzt, das hier ist zum Beispiel all das, was ich mit meinem Team besprechen möchte. Das heißt, wenn ich irgendwie schon fix mit meinem Team habe, würde ich einfach nur diese Liste hier ausklappen. Und wenn ich mich mit meinem Projekt Millennium Falken beschäftigen möchte, würde ich diese Liste hier ausklappen. Das heißt, ich qualifiziere morgens einmal meinen Posteingang. Das dauert ein paar Minuten. Und danach setze ich mich in meinen To-Do-Ordner rein und überlege mir, mit welchem Thema ich mich denn befassen möchte. Und bei den Projekten ist es so, dass mir diese Methode einen sehr, sehr guten Überblick gibt. Was ist denn alles zu diesem Thema reingekommen? Damit ich dann nicht suchen muss. Keine Ahnung, ist das schon vor 2 Wochen geschickt worden? Oder wer hat mir das geschickt? Oder ist mir das vielleicht noch weitergeleitet worden? Oder war ich halt irgendwo im CC nur drin? Oder ähnliches. Und wenn es so Aufgaben sind, die halt ähnlich sind, sowas wie telefonieren oder mit jemandem besprechen, dann kann ich das dadurch sehr, sehr gut bündeln einfach. Also das kennst du vielleicht, dass jemand schon mal gesagt hat, so Zeitmanagement-Tipps, ja, bündeln sie ähnliche Aufgaben. Das ist immer ein ganz guter Rat, geht aber immer nur dann, wenn praktisch auf der Aufgabe auch draufsteht, was das für eine ähnliche Aufgabe ist. Das erreichen wir hier durch diese Kategorien. Genauso haben wir das hier im README-Ordner. Da habe ich zwar jetzt nur 2 E-Mails drin, aber hier habe ich jetzt auch meine Leseprojekte voneinander getrennt. Vollkommen egal, wann die jetzt reingekommen sind, weil das interessiert mich da nicht. So, und jetzt kommt. Jetzt gibt es auch noch meinen Kalender. Und in meinem Kalender, da habe ich hier eine Ansicht eingeschaltet. Das kann ich dir hier mal zeigen. Zeigt mich hier immer unterhalb meines Kalenders an, welche Aufgaben ich denn an diesem Tag noch habe. Das geht folgendermaßen. Ich klicke im Kalender einmal auf Ansicht und dann gibt es hier neben diesem Farbrädchen, das ist so ein bisschen versteckt, tägliche Aufgabenliste. Und die muss man auf Normal schalten. Also da muss man hier anklicken, dass da so ein Häkchen dran ist. Dann gibt es da ein bisschen weiter drunter, steht hier noch Anzeigen nach und da ist normalerweise noch ein Häkchen bei erledigte Aufgaben anzeigen. Ich möchte nicht erledigte Aufgaben löschen, aber ich möchte nicht, dass die hier erscheinen. Also wenn ich hier draufklicke, hier habe ich jetzt leider keine. Doch. Ja, wir haben noch keine. Ja, da, ich habe für heute noch keine auf, ich muss noch mal ran. dann würden mir hier jetzt Aufgaben angezeigt werden, die ich bereits schon erledigt habe. Und dafür finde ich den Platz hier einfach zu wertvoll, weil so viel Platz ist da nicht. Ich kann das zwar hier über die Leiste, kann ich das halt so ein bisschen,
kann ich das so ein bisschen hochziehen. Aber dann sehe ich halt wieder zu wenig von meinem Kalender. Deswegen denke ich, das reicht eigentlich aus. Und dann sollen da nur die Aufgaben stehen, die noch unerledigt sind. Ja. Und das bedeutet, dass ich praktisch so für jeden Tag ganz genau weiß, was ich zu tun habe. Und das ist immer die Antwort auf die Frage, was ist das Nächste, was ich machen muss? Und wenn ich in meine E-Mails zurückgehe und dort in meinen To-Do-Ordner, dann steht da eben die Antwort auf die Frage, was gehört eigentlich zusammen? Also für den Überblick und das Gesamtgefüge. Und dann muss ich eigentlich nur noch eine einzige Sache machen, nämlich ich habe ja jetzt meinen wöchentlichen Überblick und ich habe das alles hier so nach Tätigkeiten und Themen gruppiert und meine Inbox ist auch völlig leer. Und damit es auch so bleibt, mache ich zwei Dinge. Das erste ist, ich schalte diese Desktop-Benachrichtigungen aus. Also, das kennst du wahrscheinlich, dass hier auf der rechten Seite immer so eine Benachrichtigung kommt, ja, wenn du eine neue E-Mail bekommen hast. Das macht mich persönlich immer total wahnsinnig, weil in der Regel mache ich ja gerade was anderes und dann kommt diese Benachrichtigung und die bringt mich dann raus aus dem, was ich eigentlich machen möchte. Und es gibt eine ganz interessante Studie dazu und die sagt, wenn so eine Desktop-Benachrichtigung reinkommt oder der Kollege neben dir am Schreibtisch steht oder dein Telefon klingelt oder du gerade eine WhatsApp liest, dann brauchst du 20 Minuten, bis du wieder auf dem gleichen Konzentrationslevel bist wie vorher. Das heißt, einer muss nur alle 15 Minuten vorbeikommen und das war's. Ja. Und innerhalb dieser 20 Minuten findet aber definitiv die nächste Unterbrechung bei dir statt. Entweder weil halt dein Handy irgendwas sagt, ne, keine Ahnung, irgendjemand hat wieder irgendwas getwittert oder dein Insta meldet sich oder jemand ruft dich an im Büro oder ein Kollege fragt dich, ob du halt schon seine E-Mail gelesen hast oder ähnliches. Kennst du, ne? Hast meine E-Mail schon gelesen? Ja, deswegen schalte ich diese Desktop-Benachrichtigungen einfach aus und sage mir E-Mails. Also mittlerweile mache ich das einmal am Tag, dass ich meine Post qualifiziere. Wenn man damit anfängt, ist man da vielleicht noch ein bisschen unsicherer und denkt sich, na ja, so einmal pro Stunde sollte ich das aber definitiv machen, weil es könnte ja super dringend sein und dass ich jetzt hier so Feuer löschen muss. Aber je häufiger man tatsächlich das nicht macht, und desto besser geht es auch, dass man wirklich nur ein, zweimal am Tag seine Post qualifiziert. Und wenn man nicht gerade als Feuerwehrmann arbeitet, dann da muss man auch anrufen, wenn es dringend ist. Dann klappt das in der Regel ganz gut. Und falls du nicht weißt, wie man das ausschaltet, du kannst über Datei, Optionen, kannst du hier auf E-Mail klicken. Und bei E-Mail gibt es hier Nachrichteneingang und da musst du hier diese Desktop-Benachrichtigung, da musst du den Haken entfernen und dann einmal auf OK klicken. Was man machen kann, also den Sound würde ich auch auf jeden Fall ausschalten. Was ich manchmal fallweise anschalte, ist dieses Briefumschlag-Symbol hier unten in der Taskleiste drin, wenn ich wirklich denke, ich muss da jetzt auf Post warten. Also das kann man mal machen, aber das schalte ich nur fallweise ein. Wenn ich wirklich mal auf was warte. Und ansonsten denke ich mir, so dringend kann es eigentlich gar nicht sein, wenn es per E-Mail reinkommt. So schaltet man das aus. Und das Zweite, was ich unbedingt empfehle, ist, dass wir unsere Suchmöglichkeiten ein bisschen aufpimpen. Du siehst, ich bin hier gerade in meiner Inbox und wenn ich hier in die Suche hineinklicke, dann siehst du, dass bei mir so ganz, ganz viele Suchfelder aufploppen. Und bei dir ist wahrscheinlich eigentlich nur so diese Suchleiste da, so wie du das aus Google kennst. Jupp. Yep. So, erstens, wie habe ich das gemacht? Ich klicke die hier mal ganz, ganz kurz weg, dass wir das auch ordentlich zeigen können. Hier sind meine letzten Suchen. Ich habe mal nach Sabine gesucht, nach Isabel und nach dem Betreff Mail, was offensichtlich sehr, sehr schlau war. Ich klicke einmal in die Suche rein, das müssen wir definitiv tun. Und dann öffnet sich hier eine Registerkarte, die heißt Suchen oder Suchtools und auf Englisch eben Search. Und auf dieser Registerkarte Suchen, da gibt es hier eine Schaltfläche, die ist mit einem grünen Kreuzchen gekennzeichnet und die heißt auf Deutsch Weitere. Bei mir steht eben More. Wenn ich da draufklicke, dann klappt eine ganz lange Liste aus mit Feldern. Und das, was ich hier jetzt anklicke, das bestimmt, was in diese Suchbox hineinkommt. Das heißt, ich könnte mich ja ganz, ganz häufig fragen, ich möchte nach Ihnen eine E-Mail suchen vom Leonid. Das ist super, wenn ich dann halt hier jetzt dieses von Feld hätte, auf Englisch eben from. Und es könnte sein, dass ich
ziemlich genau weiß, was denn in der Betreffzeile drin gestanden hat. Ich gebe hier das Subject ein, wenn dein Outlook auf Deutsch ist, gibst du halt eben Betreff ein. Es könnte auch sein, dass ich zwar nicht mehr weiß, von wem die E-Mail ist, aber ich weiß definitiv, dass du in CC warst. Das könnte auch möglich sein. Und dann ist es vielleicht auch immer noch super, ich kann ja in den Anlagen, in denen kann ich auch suchen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber wenn du viele Anlagen so hin und her schickst, dann kannst du halt nicht nur in den Dateinamen suchen, sondern du kannst halt auch in den Texten deiner Dateien suchen, die halt in deinem Outlook sind. Das geht für Word, für Excel, für PowerPoint und natürlich auch für PDF-Dateien. Und das könnte ich hier einfach machen mit Anlage enthält oder hier Attachment contains. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich, einer fehlt noch, einer super wichtig, Kategorien nämlich. So. Und jetzt wäre es ja richtig, richtig super, wenn ich jetzt lernen würde, wie ich tatsächlich meine Daten filtern würde. Weil natürlich kann ich hier irgendwie eingehen, keine Ahnung was, zeig mir halt mal irgendwie so die ganzen E-Mails, die halt hier so von eBay gekommen sind. Und das sind jetzt hier 3 Stück. Du hast das eben gesehen, das ist hier nur ein Test-Account, alles ist gut. Wir könnten uns aber auch vorstellen, dass das vielleicht 300 E-Mails sind. Und dann möchte ich weiter eingrenzen können. Und jetzt mache ich genau das, was ich in einer Excel-Tabelle auch machen würde. Weil du musst dir vorstellen, unter der Haube ist praktisch so dein Posteingang oder deine E-Mails überhaupt im Outlook, das ist nur Excel. Also das ist eigentlich nur eine Tabelle. Und Tabellen haben Spalten. Und bei Spalten können wir halt oben immer auf dieses kleine Trichtersymbol draufklicken und das filtern. Und jetzt filtere ich einfach mal heraus, ich möchte nur diejenigen E-Mails haben, wo eben irgendwo eBay steht, die aber halt eben ich lieber mit meiner Chefin besprechen möchte. Das ist ja eine Kategorie. Und wenn ich da draufklicke, dann sucht er halt jetzt nochmal neu und sagt, haha, da habe ich jetzt aber nur noch eine gefunden. Und das ist das, was wir eigentlich immer machen werden. Nämlich, ich grenze meine Suche durch Filter so lange ein, bis halt wirklich nur noch das übrig bleibt, was ich tatsächlich sehen möchte. Und also genauso wie eigentlich in Google. Also ich finde das ja immer total toll, wenn Google mir erzählt, hey Luise, ich habe 0,23 Sekunden gebraucht, um dir 6 Milliarden Suchergebnisse zu produzieren. Ja, aber, du brauchst länger zum Lesen. Aber ich will eigentlich nur ein einziges Suchergebnis haben. Also ich will ja eigentlich nur eine Antwort haben und ich will gar nicht 6 Milliarden Suchergebnisse haben. Und bei E-Mails ist es eigentlich ganz genauso. Ich suche eine ganz bestimmte E-Mail und ich muss jetzt auch gar nicht wissen, in welchem Ordner die ist, weil wenn ich hier bei Inbox reinklicke, dann sucht er sowieso über alle Ordner hinweg. Ja. Und dann brauche ich keine Ordner. Und ich habe halt nur diese 3 Ordner, um halt so ein bisschen aufzutrennen, was muss ich noch machen und was habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Und wenn ich jetzt hier denke, okay, ich gehe mal aus der Suche raus, hier dieses To-Do, eBay mit meinem Team besprechen hier diesmal, das habe ich jetzt erledigt. Dann klicke ich hier einmal auf diese Schaltfläche dann und dann verschwindet diese E-Mail aus meinen To-Dos. Warum? Weil ich ja gesagt habe, pack das bitte in meinen Erledigt-Ordner hinein. Und in meinem Erledigt-Ordner, hier ist sie drin, tatsächlich. In meinem Erledigt-Ordner lasse ich mir hier natürlich nichts mehr anzeigen, weil die sind jetzt ja automatisch alle gelesen. Und ich brauche keine Ordner dafür. Und ich muss nicht ständig in meinen Posteingang mit hineinklicken. Und ich habe eigentlich ein total pflegeleichtes System, was super anpassbar ist für mich. Weil wenn ich irgendwie merke, ich kriege eine Aufgabe dazu oder ich habe irgendwas, das passt so richtig so in gar keine Kategorie rein, dann klicke ich hier einfach nochmal auf alle Kategorien und mache mir halt eine neue Kategorie, halt entweder mit einem Projekt oder mit irgendwas, was ich halt sonst noch so tun muss. Vielleicht gibt es so Sachen, dass ich irgendwie ständig so Zeug genehmigen muss. Vielleicht bin ich so ein super wichtiger Mensch in so einem Unternehmen und muss immer so Sachen, ja, also, come on, also natürlich muss ich super wichtiges Zeug machen. Du hast gerade gesehen, dass ich hier diese Haken gerade weggeklickt habe. Warum habe ich das gemacht? Das wird ganz, ganz häufig verwechselt. Das steht zwar hier oben drin, aber ich weiß, dass Nutzer das nicht lesen. Wenn ich das so anklicke, sodass der Text blau ist, dann ist das markiert und dann kann ich das entweder umbenennen oder löschen oder eine andere Farbe zuweisen oder vielleicht noch eine Tastaturkombination hinzufügen.
Wenn ich das hier anklicke und jetzt auf OK gehe, dann habe ich die Kategorie, die ich hier vorne mit dem Haken versehen habe, der E-Mail zugewiesen, die jetzt hier gerade markiert ist. Und du kannst nicht keine E-Mail markieren. Also das geht nur, wenn du wirklich gar keine hast. Kann ich, ich kann aber auch mehrere Kategorien einer E-Mail. Also ich könnte schon sagen, Projektur Sterne und lieber anrufen. Ja, das kannst du zwar tun, aber dann würde es in beiden Sparten auftauchen. Ja, das stimmt, ja. Ja, also du hast keine Möglichkeit, da einen Filter zu setzen, dass du sagst, zeig mir mal alles, was jetzt Projekt Todesstern ist und ich gleichzeitig lieber anrufen möchte. Sonst würde dann halt in beiden auftauchen. Ich kann das ja gerade mal zeigen. Ich habe diese E-Mail hier, das ist mit meinem Team gesprochen. Und ich gehe hier nochmal auf Kategorisieren und sage hier und lieber anrufen, dann steht das hier. Und dann siehst du, dass diese E-Mail, nämlich hier, Safe Big on Sunny's in our huge irgendwas Spring Sale, dass die jetzt hier zweimal hier steht, nämlich einmal unter der Kategorie lieber anrufen und einmal mit der Kategorie mit meinem Team besprechen. Das heißt wohl, ich möchte mein Team lieber anrufen oder sowas. Im Endeffekt zeigt nicht, dass wir doppelt so viele E-Mails haben, sondern die werden halt einfach nur nach Filter einmal aufgeschlüsselt und entsprechend dann dargestellt. Okay, verstehe. Dann hätte ich noch eine Frage, vermutlich zum Schluss. Wie gehst du um mit E-Mails, wo du in CC stehst? Also würdest du die dann auch, je nachdem, To-Do read me? Also ich bin der eine, der sagt, wenn ich in CC stehe, ist es für mich keine To-Do. Ja, fantastische Frage. Also genau der gleichen Meinung bin ich auch. Also CC ist ja tatsächlich nur dieses Durchschlagpapier von früher, Carbon Copy. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Und es heißt tatsächlich, dass du wirklich nur den Durchschlag als Kopie bekommst. Ich bin der Meinung, ich muss das lesen, aber es hat erstens nicht nur keine Dringlichkeit, sondern ich muss auch nicht aktiv werden. Ich empfehle im Unternehmenskontext Folgendes zu machen. Mach dir eine E-Mail-Signatur, wo eben drin steht, dass CC heißt, dass du es nur lesen wirst. Wenn du in CC gesetzt wirst, ohne dass du das möchtest, sprich die Leute bitte an und sag denen, hey, ich versuche erfolgreich meine E-Mail-Flut zu bekämpfen. Ich möchte hier gar nicht informiert gehalten werden. Also entweder muss ich was machen oder lass es halt bitte sein. Das kann man sehr gut kommunizieren. Und ich bin da vielleicht ein bisschen rigoroser, aber ich richte mir eine Outlook-Regel ein, die eben heißt, wenn ich im CC bin, dann verschiebt es den automatisch in diesen README-Ordner, weil CC heißt ja eben lesen. Ja. Das würde ich vermutlich auch gleich machen. Alles, wo ich in CC stehe, in README verschieben. Das heißt nicht, dass ich die E-Mail ignoriere, aber die hat für mich nicht die Priorität wie eine To-Do. Ja, also README heißt halt nicht, lösch mich ungelesen, sondern es heißt auch tatsächlich README. Also deswegen benenne ich die halt, diese Ordner tatsächlich auch so, weil das ein Call to Action ist. Aber es gibt Leute, die sagen so, oh, dann habe ich das völlig übersehen und ich habe da ja gar nicht reingeschaut. Also da muss man sich auch tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen, dass man Ordner anschaut, ohne dass die E-Mails halt vorher im Posteingang waren. Man kann auch sagen, man traut sich das vielleicht erstmal nicht und möchte vielleicht so einmal am Tag das ganze CC-Zeug selber herausfinden. Dann ist das ganz spannend. Dann gehe ich hier einfach in die Suche rein und klicke einmal hier in CC und gebe da meinen eigenen Namen ein. Und dann werden mir alle E-Mails aufgelistet, wo ich halt ausschließlich im CC drin war. Nur um das mal halt so festzustellen, wie viel mich so mit CC erreicht. Und entweder kann ich es dann halt eben auch wegschmeißen, weil das ist das, was ich vielleicht noch so zum Abschluss habe. Wenn jetzt so Leute dabei sind, die sagen so, ja, Luise, ist ja alles schön und gut, aber es ist irgendwie per Geisterhand dazu gekommen, dass in meinem Posteingang jetzt irgendwie so 3722 Elemente drin sind und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Dann würde ich sagen, dann nimm doch einfach mal die aktiven Aufgaben, die du da jetzt noch hast, weil höchstwahrscheinlich ist es alles alter Schrott bis auf die letzten 100 oder 150 Elemente und das, was tatsächlich jetzt noch zu tun ist, das qualifizierst du ganz genau so, wie ich das gezeigt habe, nämlich immer zuerst die Kategorie und dann den Quickstep und alles andere verschiebst du in so eine Art Hilfsordner, den nennst du altes Zeug. Der Ordner altes Zeug kommt in den Ordner dann und du schmeißt nichts mehr in diesen Ordner altes Zeug rein und dann schleicht sich das so über die Zeit einfach mit aus, dass du dann irgendwann auch nicht mehr damit reingucken musst. Also du findest alles über die Suche immer noch wieder, aber dass du da halt den halt aktiv nicht mehr benutzt, sondern mit deinen neuen drei Ordnern arbeitest. Ja, guter Tipp, das stimmt. Cool.
Ja, sehr schön. Also habe ich uns vermutlich die Zuschauer gleich eine Aufgabe, ihre Postfächer mal neu zu ordnen. Ich werde es auf jeden Ach, Fall machen, großartig. entweder heute oder morgen. Und ich find's eine super Sache. Dankeschön. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt heute. Ja, immer gerne, Leonid. Vielen, vielen Dank. Okay, bis dann. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. So, Aufnahme habe ich gestoppt. Cool. Glaube ich. Nee, dann sagt immer noch Aufzeichnung.